Hallo, Folge 25 der Retropein. Und das vielleicht die letzte, vielleicht auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sein, ich weiß es noch nicht. Die Zuschauerzahlen schreien ja geradezu danach, dass ich diese Serie endlos lange fortsetzen soll. Ja, oder auch nicht. Aber zumindest zum, wenn es das letzte Mal sein sollte, habe ich mir ein sehr cooles Spiel ausgesucht, nämlich das hier. Law of the West ist, wie man wieder sieht, sehr alt, aber sehr cool. Und wenn man so will, es ist Red Dead Redemption 2 in gut, weil nämlich nicht so unfassbar lang und zäh und man hat irgendwie gefühlt mehr Einfluss auf das Geschehen. Ich zeig's euch gleich. Also, ich muss bloß rausfinden, wie es losgeht mit diesem Knopf. Gut, man spielt einen Sheriff in einer Kleinstadt. Wie man sieht, die Grafik ist für die damalige Verhältnisse durchaus sehr cool. Man sieht sich selber als über die Schulter, wenn man so will. Und in jedem Szenario hat man halt sowas. Da geht's los. Da kommt einer aus dem Saloon und sagt, bist du der Sheriff dieser stinkenden Stadt? Und ich sage, was sage ich denn jetzt? Ich habe hier vier Möglichkeiten. Ja, was kann ich für dich tun? Hey, was willst du, du Stinker? Ist dir was unter dem Sattel gesessen? Bup. Oder ja, Sohn. Und es ist eine tolle Stadt. Eine schöne Stadt. Ich bin jetzt mal ganz nett hier und sage das hier. Er sagt, ja, er glaubt, er wird es hier toll finden. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, kann ganz nett sein. Ja, ich bin so, oder soll ich ihm sagen, ja, stell dich nicht so an. There's no trouble, sagen wir es mal. Okay, er sagt, ja, kein Ärger. Na, na, never ever, ja. Ja, und ich sage, ja, da freue ich mich doch, dass es so ist. What a prairie, Sissy. Oh. Ich habe nicht aufgepasst und das Arschloch hat mich tatsächlich angeschossen. Ups. Das war suboptimal. Das sollte man nicht tun. Ups. Ja. Das Gute ist, soweit ich mich erinnern kann, wir werden es auch gleich sehen, man stirbt nicht gleich. Nicht unbedingt zumindest. Oh. Oder vielleicht doch. Ups, ja, das war suboptimal, wie man sieht. Dann machen wir es halt nochmal. Ich weiß der Meinung, man kommt auf jeden Fall durch. Das war dann offensichtlich ein Irrtum meinerseits. Oder wenn man es nicht forciert. Es gibt, den Doktor trifft man nämlich auch mal. Und wenn man natürlich den Doktor auch mit seiner Wummel trifft, dann ist es ein bisschen schwierig, dass er einem hinten nach zusammenflicken kann. Ja, dann machen wir es halt nochmal. Schauen wir mal. Ich bin der netteste Lawman alive. Ja, dann schauen wir halt mal. Ich könnte jetzt natürlich einfach ziehen oder ich kann auch antworten. Ich könnte noch einfach abknallen, so ohne dass er mich provoziert hat. Dann sind wir mal höflich und versuchen es nochmal. Oh, und der hat jetzt voll versagt und ich auch, wie man sieht, aber ich habe ihn erwischt. Puh! Ich hätte vielleicht schneller reagieren müssen. Aber zum Glück ist der eine Flasche und deswegen habe ich ihn jetzt erschossen. So, wir sind also jetzt vor der Bank, weil es Fargo ist eine Bank. Da kommt ein Mädel daher. Ja, schauen wir mal. Was sagt denn das Mädel? Na, ein Hüftschwung. Ja, ich bin ein großer Junge. Bin ich. Die Miss Rose. Ich könnte sagen, alle, oder hey, du Schlampe, verpiss dich. Oder hey, wollen wir jetzt mal treiben? Machen wir das. Hey! Also jetzt könnte ich es natürlich wegknallen, weil sie so Sauerei, was soll denn das? Okay. Ah! Da geht nix. Ja, dann. Ja, ich könnte jetzt natürlich umschießen, aber es wäre ja ein bisschen, naja, ein bisschen unschön, ne? Also, lass ich es halt mal. Hat sie mich abblitzen lassen, die Schlampe. So geht's ja gar nicht. So, sind wir mal. Was kommt denn da? Oh, das sieht schon wieder gefährlich aus. Dann schauen wir mal, wer ist das? Was soll denn das werden? Oh ja, der hat es wohl ganz offensichtlich. Hörst du nicht das Mexican Kid? Ja.
Oh, probieren wir es mal mit Schmeicheln. Oh. Probieren wir mal. Schauen wir mal, ob es klappt. Si, adios. Na, wer hätte es denn gedacht? Ja, so kann man natürlich auch Konfliktvermeidung mal probieren. Offensichtlich ist es ja ein nicht so ganz lupenreiner Zeitgenosse, aber lassen wir es mal schauen. Übrigens, habt ihr gesehen, Hintergrund reitet ein Pferdchen vorbei. Das ist. Ist es nicht hübsch? Da ist der Doktor, glaube ich, ne? Der kommt wieder. Ist jetzt gerade erst wieder angekommen. Ah, gut, das sagt einem viel. Ach komm, du. Zwei Stück habe ich aber nicht geschafft. Ja, genau. Ich versuche es zu vermeiden. Ja, ich glaube, er glaubt es mir nicht so ganz. Oh, die Daltons kommen. Uff, verdammt. Das sind fiese Hunde. Ja, das hoffe ich aber mal auch. Übrigens, normalerweise ist das ja mit Nachladen. Das ist hier die Card-Version, die schneller läuft. Deswegen, sonst hätten wir viele hübsche Ladepausen. Das wollte ich mir dann nicht antun jetzt. Aber dann gucken wir mal. Ah, oh, ist er wieder vorm Salon. Wer kommt denn? Oh, der hat aber auch eine Wumme in der Hand, ha? Hm? Na? Na, ich glaube, jetzt müssen wir wieder vorsichtig sein. $20. Och. Oi, bin wieder friedlich. Also ich habe keine Ahnung, nach welcher Logik. Das Spiel sagt einem am Schluss, hat man ja vorhin gesehen, wie ich das erste Mal mich versenkt habe, Statistiken in verschiedenen Kategorien, die Werte, aber wie die Punkte wirklich berechnet werden, das gibt es keine Erklärung. Jo, gucken wir mal. Oh, da kommt der Bubi. Kleine Kinder. Lästig. Der kleine Billy, glaube ich, oder? Oder Willy? I got a secret. I won't tell. How do we need armor? What? Yeah. Gee, thanks, Sheriff. Bestechen. Kinder mit Süßigkeit bestechen. Can we talk, Willy? Sure. Dann schauen wir mal. Verrät er mir das Geheimnis? Mhm, schauen wir mal. Probieren wir es über die Tür. Oh, oh, ja. Nicht so gut, ne? Scheiße. Ja. Und dann gucken wir doch mal, was da jetzt passiert. Kommt jetzt als nächstes die Bank? Oh, das könnte die Bank... Ja. Ich hab ihn. Nein, er hat mich. Scheiße, ich bin so schlecht. Kacke, aber jetzt ist der Arzt ja da. Also hoffentlich rettet er mich, weil wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, mehrere Durchgänge möchte ich eigentlich auch nicht spielen. Aber... Get the Doctor. Ja, der Doktor, ich habe ihn ja nicht verprellt, glaube ich. Der müsste schon... Da ist er. Gut. Jo, man sollte seinen Doktor nicht erschießen vorher, dann kann er einen wieder zusammenflicken. Das ist schon mal gut. Ich hätte gedacht, ich habe den getroffen. Ich weiß auch nicht, wie viele, ob ich mehrere Schüsse habe. Nein, nur eine Fleischwunde. Ist nur eine Fleischwunde. Ich bin der schwarze Sheriff sozusagen. Hahaha. Jetzt. Jo. Dann, jetzt bin ich besoffen auch noch scheinbar. Sehr gut. Was kommt denn noch alles? Ja, oh, schon wieder. Ah, ne, es ist jetzt, glaube ich, eine eher noble. Ist das die Mami vom Willi vielleicht? Hi, hello there, Sheriff. Dann gucken wir mal. Die Miss April. Gucken wir doch mal, was die Miss April so sagt. There's a hoedown tomorrow. Tanzen! Dann flirten wir sie mal an, höflich. Oh, ja gut, dann mit dem Arzt sollte ich mich... Ja, mir fällt übrigens gerade auf, ich habe tatsächlich jetzt einen Verband um den Arm. Das ist ja witzig. So viel Detailverliebtheit damals, Wahnsinn. Dann sind wir halt mal nobel. Wenn der Arzt sie schon anstechen will, dann lassen wir einen Stecher halt stechen. Tja. Verdammt! So, da geht meine Beziehung hin, aber dafür, wenn mich der Nächste anschießt, rettet er mich wenigstens noch, schätze ich mal. Bloch.
Oh, das ist der Undertaker, glaube ich. Den gibt's schon so lang. Oder? Ah, nee, das ist bloß ein Stinker, der sich beschwert. Ja, dann tun wir mal so. Tja, tun wir mal freundlich, sind wir halt unverbindlich. Ah, ah. Okay. Skill. Naja, gut. Man kann den Leuten auch in den Rücken schießen, glaube ich. Ja, ich könnte ihm jetzt einfach, hätte ich ihm einfach in den Rücken schießen können. Oh, nee, das stecken wir da ein. Wer ist das denn? Ist das der Hilfs-Sheriff? Ja, ich glaube schon. Wo war ich denn? Deputy, genau. What's up? Ja, schauen wir halt mal. Oh, wir haben schon wieder Ärger an der Backe. Nicht noch mal einer. Okay, dann schauen wir halt mal. Nein, nicht noch mal die Bank. Na gut, dann probieren wir es halt. Ja. Schießen es mir jetzt noch mal weg. Sehr gut. Aber diesmal probiere ich es. Versuche ich es mal. Hey, du Feigling. Sau. Aber ich brauche ihn vielleicht noch. Puh, okay. Jetzt habe ich es aber. Diesmal hat es geklappt. So muss das sein. Weg mit ihm. Gut. Oh. Da kommt die Revolverheldin, hä? Oh ja. Der Tinhorn-Sheriff. Die ist schon mal respektlos. Howdy, da wollen wir jetzt dann aber auch nicht so höflich sein. Jep, das ist wohl wahr. Oh, dann sind wir mal ein bisschen. Ja. Dann sind wir mal so. Oh, sag mal, das hat sogar funktioniert. Sie mag mich. Sie mag mich wirklich. Hui. Schnackel, schnackel. Jetzt mal gucken, wie lang es noch geht. Wenn ich mal ehrlich bin, weiß ich nicht, wie viele Runden es sind. Irgendwie wird es sich schon langsam in der Nähe ändern, vermute ich mal. Dem Ende näher natürlich. Oh, ich bin der Sheriff. Oh je, da. Okay. Boom. Oh. Okay, das war jetzt ein bisschen abrupt. Ich bin mir nicht. Ich hätte gedacht. Der zieht jetzt. Ich hätte ja noch mit ihm reden können. Huch. Naja, wie man sieht, also meine Sheriff-Wertung ist nicht schlecht. Die Liebelein gehen. Zwei Leute erschossen, einmal selber getroffen. Moment. Was ist der Unterschied zwischen dem Grabstein und dem Ding da oben? Bankgefälle, Kohle. Also kein Schimmer. Ich müsste mal die Anleitung suchen. Habe ich natürlich nicht, wie damals halt auch. Jedenfalls, wie man sieht, wow. Ich habe es erfolgreich geschafft, bis zum Abend durchzuhalten. Und wie man sieht, sehr tiefgründig, psychologisch, sehr anspruchsvoll. Und ja, eigentlich schon ganz nett. Jedenfalls, das war's dann also erstmal mit, vielleicht erstmal mit der Retropine. Schauen wir mal. 25 Folgen. Vielleicht geht's weiter, vielleicht auch nicht. Ich muss mir's überlegen. Vielleicht mal auch irgendein anderes System, irgendwas. Jedenfalls, ich finde, das war jetzt ein schöner Abschluss für diesmal. Und deswegen bis zum nächsten, was auch immer. Tschüss.